Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich habe mein Stativ schon da hinten stehen, deshalb muss ich heute mit der Hand filmen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Ich habe mir gedacht, ich habe ja am Mittwoch groß angekündigt, es kommt ein neues Video am Sonntag, das ein bisschen besonderer ist, nachdem ihr mich schon ein paar Mal gefragt habt, weil es eben auch am Mittwoch wegen technischer Probleme kein neues Video gab. Was ihr mich gefragt habt, war natürlich, es ist BookTube, eine Bookshelf-Tour. Und dann habe ich mir natürlich meinen Geburtstag, also quasi heute, für euch heute, am Sonntag, als Anlass genommen, diese Reihe zu starten. Da mein Bücherregal doch relativ groß ist und hier auf der Seite auch noch ein Bücherregal steht, werde ich das Ganze vermutlich in drei Teile unterteilen. Das heißt, einmal werde ich die ersten beiden Reihen abfilmen, dann werde ich die unteren beiden Reihen abfilmen und Teil 3 wird dann das andere Bücherregal sein. Ich würde sagen, ich quatsche hier jetzt auch gar nicht so lang. Das wird bestimmt ein ellenlanges Video. Ich lege einfach los mit dem obersten Regal. So ihr Lieben, ich muss jetzt mal hier oben anfangen und muss es mit der Hand filmen, weil das Stativ einfach jetzt für das Regal schon eingestellt ist und ich zu faul bin, es nochmal hochzustellen. Also hier oben auf meinem Regal stehen meine Fotos, wo ich auf den verschiedenen Conventions gemacht habe. Einmal Amy Garcia von Lucifer, einmal Tom Ellis als Lucifer höchstpersönlich. Dann habe ich hier noch Sora. Sora ist von Kingdom Hearts, falls man es erkennen kann. Das ist diese Exclusive-Figur. Und ich finde, diese Exclusive sollte man auch vielleicht auch ab und an mal in den Schachteln lassen, damit man einfach den schönen Sticker auch sieht. Dann habe ich hier noch den Chucken Hagar, dann habe ich hier noch Ian und dann meine Leuchttafel, die ich natürlich immer mit auf die Märkte nehme. Hier steht noch ein Captain, der ist ganz neu bei mir eingezogen. Den habe ich bei eBay bei einem Privatverkäufer gekauft, natürlich nur mit Überweisung. Er stand in der im Titel, dass es die Sonderedition wäre, war es leider nicht. Die Verkäuferin will es natürlich nicht zurücknehmen. Dementsprechend habe ich ihn jetzt doppelt und er kam auch mit einer total vermatschten Verpackung an, weil die Dame gemeint hat, sie müsste es als Warensendung senden. Dementsprechend sah die Schachtel dann auch aus. Aber ich liebe meinen Captain, also darf er sowohl im Wohnzimmer als auch im Schlafzimmer stehen. So, machen wir jetzt weiter mit dem ersten Regalbrett. Das hier, das habe ich mal von meiner besten Freundin zum Geburtstag bekommen. Da sind einfach nur Fotos von uns drin. Muss es ein bisschen ausräumen. Den da habe ich auf einer Tierschutzauktion mal irgendwann bekommen. Soll ein Galgo darstellen, fand ich ganz süß. Durfte dann natürlich auch mit einziehen. Und dann kommen wir zu einer Reihe, die ich, glaube ich, nur ungefähr zur Hälfte gelesen habe. Wer es kennt, das Schwert der Wahrheit, da gab es auch mal eine Serie dazu. Da waren zum Beispiel Craig Parker als Dark and Roll dabei. Den werden wir nachher hier auch noch sehen. Den habe ich nämlich auch auf einer Convention getroffen, diverse Male, und habe diverse Fotos mit ihm. Und der Hauptdarsteller der Serie, also der Richard Cypher, der war auch mal auf einer Convention, mit dem habe ich auch hier irgendwo ein Foto rumfliegen. Auf jeden Fall geht es in der Reihe um Richard Cypher, wie gerade schon erwähnt. Der ist sozusagen der Sucher und Darkenwall ist der Böse und er trifft dann auf einmal auf Kaelin. Ich weiß nicht mehr, wie der Orden heißt oder wie die Bezeichnung ist, was sie genau ist. Auf jeden Fall gehen die beiden auf die Reise, um eben Darkenwall zu besiegen. Schaut euch auf jeden Fall mal die Serie an. Ich finde persönlich, die Bücher sind sehr, sehr zäh. Die sind ungefähr auch nur 2 mm groß beschrieben. Also sind auch, ich muss mal wegmachen, richtige Schinken. Also richtig abartig und irgendwann ist mir einfach die Lust vergangen, das zu lesen. Jetzt habe ich gesehen, bei YouTube gibt es auch die Hörbücher dazu. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal durchringen, die Bücher zu lesen. Das sind auch noch nicht alle. Ich glaube, da gibt es, also das ist jetzt das erste Buch. Ich glaube, da gibt es noch zwei, wo jeweils zwei Bücher drin sind. Aber es war mir dann irgendwann zu doof, ganz ehrlich. Um meine Begeisterung für den Captain nochmal zum Ausdruck zu bringen, hier habe ich natürlich Captain America gekauft und Chase, mein Book-Boyfriend, die mussten her. Also hier hängt so eine Lichterkette, das kann ich euch nachher mal noch abfilmen. Und da habe ich diverse Lesezeichen auf Etsy von einer Künstlerin gekauft und die sind richtig cool. Das sind so Magnetlesezeichen. Also definitiv ein Blick wert. Ich kann es euch auch gerne nochmal verlinken.
Fach 2 beinhaltet quasi gar keine Bücher. Hier hängt einmal Lorelei Gilmore als Lesezeichen. Hier steht auch meine Cheryl Blossom. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es jetzt genau sieht, ich muss mal ein bisschen näher gehen. Das ist ein Bild. Das habe ich bei Kleiderkreisel mal beim Wichteln gewonnen. Und da ich ja so ein Fuchsfanatiker bin, habe ich mich darüber richtig, richtig gefreut. Regal Nummer 3. Da hängt einmal Tinkerbell. Dann sind das hier Tidus und Yuna von Final Fantasy X. Wie ihr wisst, spiele ich das ja auch relativ gerne. Das ist eins meiner liebsten Final Fantasies. Und dahinter versteckt, jetzt muss ich nochmal näher gehen, hat sich der Schuber von Tribute von Panem. Dazu muss ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel sagen. Es gibt einen Film, es gibt noch einen Film, es gibt noch einen Film, noch einen Film. Ich glaube, 4 sind es mittlerweile. Oder ich glaube, aus dem dritten Band haben sie 2 Filme gemacht. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Verbessert mich bitte, wenn ich jetzt Blödsinn laber. Aber über die Hungerspiele muss ich euch wahrscheinlich nicht mehr allzu viel erzählen. Machen wir weiter mit dem letzten Regal auf dieser Höhe. Hier haben wir natürlich wieder einmal Luna, einmal Newt Scamander und hier unten drunter stehen auch Luna und Newt Scamander und der Niffler, den habe ich mir ja auf der Magicon gekauft, der musste auch mit. Ich muss die jetzt mal hier rausräumen, damit wir auch mal endlich die Bücher sehen. So, machen wir die mal noch ab, damit das Ganze auch ein bisschen fokussieren kann. Einen Moment. So. Das oberste Regal beinhaltet quasi alles von Harry Potter, was ich besitze. Also das ist einmal das Harry Potter Kochbuch. Das von Butterbier bis Kürbispasteten mehr als 150 magische Rezepte zum Nachkochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts draus gekocht, aber es stand Harry Potter drauf und ich musste es einfach haben. Dann mein Heiligtum. Harry Potter und der Stein der Weisen auf Englisch in der 20 Jahre Harry Potter Magic Edition und natürlich Hufflepuff. Wie kann es auch anders sein? Und dann haben wir hier einmal die Bände 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ja, ich habe mich nicht verzählt, ich habe Zählen in der Schule gelernt. Der vierte Band fehlt mir leider. Und den suche ich mittlerweile überall, falls ihr das sehen könnt. Also 7, 6, 5 sind alle in dieser Edition, 2 und 1 auch. 3 ist in einer anderen Auflage. Also falls irgendjemand, ich mache jetzt mal einen Aufruf, falls irgendjemand Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und Harry Potter und der Feuerkelch in dieser Auflage hat, wo hier das Carlsen-Logo viereckig ist, dann Carlsen drauf gedruckt ist, auch in diese Richtung und wo nicht so ein Rahmen um den Schriftzug ist, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich suche die Bücher überall. Ich habe schon x-mal bei Rebuy bestellt und x-mal habe ich einfach diese Edition oder noch eine ältere oder eine ganz andere bekommen. Es bricht mir mein Herz und ich habe euch ja schon 50 Mal gesagt, dass ich so zwanghaft bin. Und wenn ich die Bücher jetzt fast alle in dieser Reihe habe, dann möchte ich auch Band 3 und Band 4 in dieser Reihe haben. Zu Harry Potter muss ich ansonsten wahrscheinlich auch nicht mehr viel erzählen. Die meisten von euch sollten doch den Namen schon einmal gehört haben oder den kleinen jungen Zauberlehrling, Zauberschüler kennen. Kommen wir zur nächsten Reihe. Hier gibt es einmal das ganze Sortiment von Mona Kasten bzw. halt die Bücher, die ich habe. Das wären einmal Save Me und Save You, der ist ja jetzt Ende Mai rausgekommen. Das ist Band 1 und Band 2 der Maxton Hall Trilogie. Da geht es ja um die Liebesgeschichte von Ruby und James. Ruby ist ja auf diesem Maxton Hall College angenommen worden, möchte dort dann einen besonders guten Abschluss machen, damit sie in Oxford studieren kann. Trifft dann auf James und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Band 3 kommt, glaube ich, im August raus. Das war übrigens an dem Tag, an dem Matti und ich mein Auto abholen waren. Das ist so eine kleine Erinnerung, die muss auch immer mit dabei bleiben. Und dann haben wir noch die Again-Reihe von Mona Kasten. Da wäre der erste Band Begin Again, der zweite Band Trust Again und der dritte Band Feel Again.
Das ist auch wie bei der Losing It, Faking It, Finding It Reihe von Cora Carmack, die ich euch im Lesemonat vorgestellt habe. Hier geht es um Ellie und Caden, um deren Liebesgeschichte kennenlernen und Probleme und was nicht alles dazugehört. Hier geht es dann um die beste Freundin von Ellie und einen Freund von Caden. Und in dem Band geht es um ein weiteres Pärchen aus dieser ganzen Clique. Also die Reihe gehört zwar zusammen und auch die Charaktere gehören zusammen, aber ich dachte ja im ersten Moment, dass die ganze Reihe um Ellie und Caden und ihre Probleme geht. Aber nein, in jedem Buch gibt es eine andere Hauptprotagonistin. Kommen wir zum nächsten Kästchen. Also hier stehen dann erstmal meine Game of Thrones Funkos. Einmal den Khal Drogo. Der musste damals auf der Comic-Con mit. Khaleesi, die hatte ich auch von der Comic-Con. Und einer ihrer Drachen, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher es ist. Ich weiß nicht, welche Farbe wer ist. Auf jeden Fall entweder Regal oder Viserion oder wie der auch immer heißt. Der andere steht ein Stückchen weiter unten, den sehen wir gleich noch. Aber kommen wir mal zu den Büchern. Hier steht ganz vorne Diana Gabaldon. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist auf jeden Fall Band 1 der Outlander-Reihe. Feuer und Stein heißt Band 1. Und da sieht man es auch, der Roman zur Serie bei Vox. Den habe ich mir damals auch auf der MagicCon gekauft. Beziehungsweise, ich glaube, damals hieß sie noch RingCon. Und das Schöne ist, sie war selbst da. Sie hat es unterzeichnet. Und ich glaube, dass da war die Übersetzerin, die das Buch auf Deutsch übersetzt hat. Wahrscheinlich muss ich zu den Büchern oder zu der Reihe auch nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, es gibt die Serie dazu und ich sag einfach mal, 90% der Menschen, die Outlander kennen, kennen eher die Serie. Dann steht als nächstes hier Lysa Grimm, die Götter von Asgard. Das hat mir ja damals Matti einfach mal so mitgebracht, weil ich ihm schon so viel davon erzählt hatte. Und darin geht's um Rey. Rey ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, bis sie dann auf Kara trifft. Die sagt ihr erstmal gar nicht, um was es geht, sondern sagt einfach, wenn du in München nicht mehr glücklich bist, dann komm doch einfach mit mir nach Berlin. Gesagt, getan. Nach und nach stellt sich dann raus, dass Kara doch gar kein ganz gewöhnlicher Mensch ist. Nein, sie kommt aus der Götterwelt und die Götter jagen die Hauptprotagonistin eigentlich. Es gibt nämlich eine Sage oder eine Legende oder eine Prophezeiung, was auch immer, dass ein neuer goldener Faden entstanden ist und der läutet das Ende der Götterwelt ein. Und genau das soll Rey sein. Und Loki kommt drin vor und Thor kommt drin vor. Also für Marvel-Fans definitiv mal einen Blick wert. Dann als nächstes haben wir hier Becky Abatelli, nur drei Worte. Vielen von euch ist es vielleicht auch bekannt unter Love, Simon. Das kommt ja jetzt gerade in die Kinos, ist auch bei Carlsen erschienen, hat auch den Deutschen Literaturpreis gewonnen. Und in dem Buch geht es um Simon, wie der Name Love Simon schon sagt. Das ist unser Hauptcharakter und der schreibt immer E-Mails mit einem gewissen Blue. Ich möchte jetzt nicht so viel über das Buch verraten. Auf jeden Fall fühlen sich die beiden Jungs irgendwann doch näher zueinander hingezogen. Es ist halt wieder dieses, oh Gott, ein Mann liebt einen Mann. Und gerade wenn man noch zur Schule geht, ist das natürlich für viele ein großes Thema, um sich das Maul drüber zu zerreißen, obwohl es eigentlich das Normalste auf der Welt ist. Ich freue mich jetzt auch schon drauf, wenn der Kinofilm anläuft. Bin mal gespannt. Ich werde mir ihn auf jeden Fall anschauen gehen. Das Buch dazu habe ich leider noch nicht gelesen. Vielleicht schaffe ich das einfach vor dem Kinofilm auch noch, damit ich ungefähr weiß, wie die Buchvorlage war. Und ich finde es dann immer schön zu sehen, was im Buch wirklich durchgesetzt und verwirklicht wird und was einfach mal rausgestrichen wird. Jetzt kommen drei Bücher, die ich leider Gottes alle drei noch nicht gelesen habe. Das wäre einmal Silberschwingen, Erben des Lichts, das ist der erste Band von dieser Silberschwingen-Reihe. Ich glaube, die heißen alle Silberschwingen. Von Emily Bold. Ich kann euch leider Gottes gerade nicht sagen, um was es genau geht. Das war so ein typischer Coverkauf, weil ich weiß nicht, ob man es sieht.
wie das so ein bisschen perlmutt schimmert. Es ist auch kein richtiges Papier, das fühlt sich so ein bisschen an wie Stoff. Auf jeden Fall fand ich das Buch optisch so schön, habe mir dann ein, zwei Rezensionen durchgelesen und die Leute waren auch begeistert und dann durfte es bei mir einziehen. Dann haben wir hier noch einen Coverkauf, bei dem ich nicht genau weiß, um was es geht. Die Fabelmacht-Chroniken von Katrin Lange. Das ist auch ein Reihenauftakt. Da kommt, glaube ich, jetzt demnächst oder ist jetzt gerade. Nein, ich glaube, es kommt erst raus. Der zweite Band, der erste heißt Flammende Zeichen, ist im Arena Verlag erschienen. Ich kann euch wirklich nicht sagen, um was es geht. Aber das Cover hat mich optisch so stark beeinflusst, dass ich das Ganze kaufen musste. Dann kommen wir zu einem Buch, das wahrscheinlich 90% von BookTube schon gelesen hat. Ich hab's, Schande über mein Haupt, immer noch nicht gelesen. Sarah J. Maas, Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen. Auch Band 1 einer Reihe, also drei ungelesene Bücher, dreimal ein Reihenauftakt. Da habe ich wieder ein bisschen was vor mir, wo ich mich dann ein bisschen länger in dieser Welt verweilen kann. Ich weiß nur, dass es um die Jägerin Fae geht, die in das Reich der Fae entführt wird. Was genau passiert, kann ich euch für den Moment nicht sagen. Aber da es jetzt schon so viele gelesen haben und so viele gesagt haben, es ist so toll, konnte ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, mir auch Band 1 zu kaufen. Und wenn ich den anderen Glauben schenken darf, dann weiß ich, dass ich mir Band 2 vermutlich auch schon, wenn ich nur die Hälfte des Buchs gelesen habe, direkt bestellen werde, damit ich das Ganze weiter suchten kann. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich jetzt wirklich schon gelesen habe. Auf immer gejagt von Erin Summerill. Da geht es um zwei verfeindete Länder. In dem einen Land ist Magie total verpönt, total verschrien. Jeder wird, der als Hexe abgestempelt wird, wird gejagt, wird nicht mehr als normalen Menschen angesehen. Das ist einfach nicht schön. Und genau in diesem Land lebt die junge Tessa mit ihrem Vater Saul. Ich glaube, Saul hieß er. Und sie wird von ihm, da er der Kopfgeldjäger des Königs ist, auch zur Jagd ausgebildet. Das soll natürlich nicht unbedingt jeder wissen. In ihrer Jugend ist da noch ein kleiner Verbündeter, ein Junge, der auch immer mit den beiden jagen geht. Und plötzlich wird Saul getötet. Keiner weiß warum und von wem, aber irgendjemand behauptet, dass Tessas Freund das Ganze gewesen wäre. Und dann beginnt natürlich eine Hetzjagd über mehrere Seiten. Also ich fand, die Verfolgungsszenen haben sich echt extrem gezogen. Aber da kommt dieses Jahr auch der zweite Band, den ich definitiv noch lesen werde. Und was mir jetzt gerade so einfällt oder auffällt, wenn ich mir das Regal anschaue, Band 1 einer Reihe, Band 1 einer Reihe, Band 1 einer Reihe, Band 1 einer Reihe und die beiden sind auch Band 1 einer Reihe. Eigentlich müsste ich die beiden hier rausmachen, wobei von Götter von Asgard kommt ja noch ein zweiter Teil, beziehungsweise ist es kein zweiter Teil, sondern das ist ähnlich wie bei der Mona Kasten Again-Reihe, dass ein anderer Charakter aus dem Buch jetzt das nächste Buch, sag ich mal, überwiegen wird. Kommen wir aber weiter zu diesem Schätzlein hier. Kai Meier, Die Seiten der Welt. Das Buch habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen beendet. Das ist auch der Reihenauftakt einer Trilogie, glaube ich. Ich werde euch jetzt nicht verraten, wie es mir gefallen hat. Das müsst ihr dann in meinem Lesemonat Juni sehen. Aber grob zusammengefasst geht es um, wie hieß sie denn nochmal? Furia. Furia ist Bibliomantin und das heißt, sie kann die Magie der Bücher nutzen. Ihr Vater ist auch Bibliomant, ihr Bruder nicht. Dann versucht ihr Vater die ganze Zeit, die leeren Bücher eines bestimmten Schriftstellers kaputt zu machen, beziehungsweise zu zerstören. Ich kann jetzt nicht zu viel verraten, sonst wisst ihr wirklich, wie es auch ausgeht. Ich fand es jetzt nicht überraschend, wie das Ende war. Obwohl das jetzt auch nur Band 1 ist, ja, kann ich mir schon denken, ungefähr, wie es in Band 2 weitergehen wird. Ich habe ja von Kai Meier noch ein anderes hier, das ich letzten Monat gelesen habe. Dafür, dass meine Freundin so für ihn schwärmt, bin ich bis jetzt noch nicht 100% überzeugt. Also hier im dritten Fach ist kein Buch, da muss ich euch jetzt nicht zeigen, deshalb springen wir direkt zum vierten. Mal feststellen. Also hier haben wir erstmal Sherlock.
Und das hier ist der Darsteller von Moriarty. Der war auch auf der Convention. Ich lege die mal kurz zur Seite. Ich müsste die mal alle in Bilderrahmen machen, damit ihnen nichts passiert. Aber wir sind ja hier für die Bücher. Dann haben wir hier Band 1, Palace of Glass, die Wächterin. Muss ich gestehen, habe ich bis jetzt auch immer noch nicht gelesen, obwohl gerade, glaube ich, auch Band 2 rausgekommen ist. Also wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen was auf der To-Do-Liste, aber es kommen halt ständig so viele tolle Bücher, wo ich dann denke, ja, dann liest du das, dann liest du das und dann kaufe ich mir sie trotzdem alle und habe eigentlich gar nicht die Zeit. Man müsste sich eigentlich, wenn man sich ein Buch kauft, auch die Zeit, um es zu lesen, mitkaufen. Es ist wirklich so. Ich kann euch da auch nicht viel sagen. In meinem letzten, was war's? Ich habe irgendein Video gedreht letztens, wo ich auch über das Buch erzählt habe. Ich verlinke euch das gerne nochmal oben. Da erzähle ich auch ungefähr, um was es geht. Sonst, das würde jetzt, wenn ich auf jedes Buch eingehen würde, wirklich den Rahmen sprengen. Dann kommen wir zu Silber. Silber habe ich damals bei einer Lesung gekauft, deshalb ist da auch die Unterschrift von Kerstin Gier drin und wer mich kennt, weiß, dass Kerstin Gier und ich einfach eine Verbindung haben. Ich nenne es jetzt mal eine Verbindung haben. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihre Bücher und Silber kam zwar nicht an hier die Edelstein-Trilogie ran, aber ganz knapp dahinter. Und ich finde die Aufmachung von den Büchern einfach so, so wunderschön. In der Silber-Trilogie, von der ich jetzt leider nur Band 1 habe, also seht ihr ja auch hier, ist der Klappentext. Es geht irgendwie um das Land der Träume und unsere Protagonistin kann irgendwie, wenn sie schläft, in das Land der Träume flüchten und das besteht aus einem riesig langen Korridor und da sind Millionen, ich sag jetzt einfach mal, Millionen Türen und jede Tür führt zum Traum eines anderen. Und eines Tages stellt sie fest, dass ein Freund aus ihrer Schule auch die Fähigkeit hat, in diesen Traumkorridor zu gelangen. Und sie erleben so viel lustige Abenteuer. Also ich kann es euch ans Herz legen, es ist definitiv ein Blick wert. Dann kommen wir zum nächsten Kerstin Gier Buch. Wolkenschloss. Das habe ich ja im April, glaube ich, gelesen. Und ich muss sagen, ich habe es geliebt. Wenn ich mir ein Kerstin Gier Buch aussuchen müsste, das ich auf Platz 1 meiner Bücherwunschliste oder meiner liebsten Bücher setzen müsste, die sie geschrieben hat, wäre das definitiv ein Favorit dafür. Also das schwankt zwischen der Edelstein-Trilogie oder dem hier. Es ist zwar ein ganz anderes Metier als die anderen Bücher, die ich hier von ihr stehen habe oder auch den Büchern, die sie sonst noch geschrieben hat in diesem, ich sag mal, Frauenroman-Genre, aber es ist auf jeden Fall Blick wert. Ich werde jetzt auch nicht allzu genau drauf eingehen. Dazu könnt ihr euch einfach meinen Lesemonat anschauen und ich habe auf meinem Blog auch eine Rezension drüber stehen, also schaut da einfach mal vorbei. Dann kommen wir zur Edelstein-Trilogie. Das wäre einmal Rubinrot, Saphirblau, man erkennt es jetzt nicht so gut, das Regal ist zu eng, und Smaragdgrün. Auch wieder im Vordergrund diese tolle Grafik. Also Kerstin Gier hat so eine tolle Illustratorin. Ich würde sie heiraten, wenn ich könnte. Um was es geht, fasse ich jetzt nur ganz kurz zusammen. Da gibt es nämlich auch zu jedem Buch einen Film, den die meisten wahrscheinlich, die Bücher nicht lesen wollten, vielleicht gesehen haben. Es geht auf jeden Fall um Gwendoline und Gideon. Gwendoline ist in einer ganz normalen Londoner Familie aufgewachsen und jeder denkt, dass ihre Cousine Charlotte das Zeitreisegehen der Familie geerbt hat. Dann kommt es natürlich, dass Gwendoline dieses blöde, ich sage jetzt einfach blöde Gen geerbt hat und ist eigentlich völlig unvorbereitet. Charlotte wurde von Kindesbeinen auf drauf trainiert oder von Kindesbeinen an drauf trainiert, dass sie fechten kann, dass sie verschiedene Sprachen kann, dass sie die alten Tänze, die man in der Vergangenheit getanzt hat, tanzen kann. Und Gwendoline kann das eben alles nicht und ist so ein bisschen trampelig und tollpatschig. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Bösen in den Ganzen, das ist ein Graf irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt.
Der versucht anhand oder mit Hilfe des Chronographen, in dem die Zeitreisenden ihr Blut einspeisen, um eine Reise zu machen, versucht eben von jedem der Zeitreisenden das Blut zu bekommen und es dort einzuspeisen, weil er dann nämlich unendliches Leben bekommt. Das war jetzt mal kurz zusammengefasst, um was es in dieser Reihe geht. Ich lege sie euch definitiv ans Herz. Ich habe Rubinrot von allen dreien am besten gefunden. Dann habe ich irgendwann Jahre später nochmal die Hörbücher gehört. Und bei den beiden spricht das Hörbuch Josephine Preuß, die auch im Film eine Rolle hat. Und Josephine Preuß kennt ihr wahrscheinlich als Lena von Türkisch für Anfänger. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsfach. Das ist die komplette Chroniken der Unterwelt-Reihe von Cassandra Clare. Da habe ich euch ja schon x-mal drüber erzählt. Das hier ist die Vorgängerreihe zu dieser Reihe. Das ist die Chroniken der Schattenjäger-Reihe. Das ist Band 1, Clockwork Angel. Dann gibt es noch Clockwork Prince und Clockwork Princess. Ich glaube, so hieß es. Hier geht es auf jeden Fall um die junge Clary Fairchild, die ihr ganz gewöhnliches Mädchenleben eintauscht und plötzlich ein Shadowhunter wird, ein Schattenjäger. Ich glaube, ich muss echt nicht viel dazu sagen. Ihr wisst, das ist meine absolute Lieblingsreihe, gleich nach Harry Potter. Und ich könnte mir ein Leben ohne die Reihe gar nicht vorstellen. Ich lege sie wirklich jedem ans Herz. Ist definitiv ein Blick wert. Dann haben wir hier im Regal noch ein leeres Regal, wo noch keine Bücher drinstehen. Da habe ich nur so dekorativ ein paar Kerzen hingestellt. Dann natürlich mein kleiner Drogon. Ich hätte ihn auch gern in der Art von Viserion und Regal gehabt, aber der ist leider unbezahlbar. Also habe ich mir, damit ich doch alle drei habe, die kleine Variante genommen. Und dann steht hier noch mein Aquaman. Das ist auch irgend so eine Exclusive Edition. Die habe ich damals bei Elbenwald gekauft oder bei GameStop, als ich bei meiner Schwester in Stuttgart war. Da habe ich aber die Schachtel jetzt nicht hingestellt, weil ich wollte, dass er genau so da steht, weil da nämlich auch meine Jason Momoa-Bilder stehen. Das war damals auf der Ringcon. Da habe ich mich danach echt geärgert, weil er eine Brille anhatte und einen Hut und man ihn einfach nicht als typischen Mann mit Wallermähne erkennt hat. Am nächsten Tag hatte er dann die Haare offen und das ist doch ganz eindeutig eher der Jason und der Aquaman. Kommen wir zum Fach daneben. Da haben wir einmal die Göttlich-Trilogie. Das wäre einmal Göttlich verliebt. Dann hätten wir Göttlich verloren. Und Band Nummer 3 wäre Göttlich verdammt. In der Reihe geht es um Helen, die eigentlich auch denkt, genau wie bei City of Bones, dass sie ein ganz normales Mädchen ist. Dann lernt sie Luca kennen und wird in eine quasi andere Welt gezogen, denn sie erfährt, dass göttliches Blut in ihr schlummert. Und in den drei Bänden geht es dann natürlich auch sehr, sehr viel um die Götterwelt. Band 1 und Band 2 hatte ich mir damals gekauft, weil ich gehört habe, dass die so furchtbar gut wären. Damals war ich noch Azubi, da konnte ich mir Band 3 noch nicht leisten. Den habe ich dann irgendwann meiner Zwänge zuliebe, damit die Reihe vollständig hier steht, nochmal gekauft. Und der ist irgendwie eine andere Auflage. Also falls irgendjemand, Aufruf Nummer 2, falls irgendjemand Band 3 in dieser Auflage hat und ihn nicht mehr möchte, ich würde ihn sehr, sehr gerne nehmen. Direkt daneben habe ich die Ashes-Reihe. Die ist auch gerade erst vor ein paar Wochen bei mir eingezogen, weil meine Freundin gemeint hat, ich muss die unbedingt lesen. Sie hätte Band 1 und Band 2 gelesen, wäre danach endlos fertig gewesen. Hat dann irgendwann sich dazu durchgerungen, Band 3 zu kaufen. Hat dann allerdings nochmal von vorne angefangen und steckt jetzt irgendwo in Band 3 und traut sich nicht weiterzulesen, weil sie einfach so Angst hat, wie es ausgeht oder wie es weitergeht. Da hätten wir dann nämlich einmal Ashes, brennendes Herz. Ashes, tödliche Schatten. Ashes, pechschwarzer Mond. Ich muss es nochmal zurückschieben, damit man das vierte auch noch sieht. Und dann hätten wir, last but not least, Ashes ruhelose Seelen. Ich finde die Cover ja richtig schön. Also ich bin ja echt so ein Cover-Opfer. Ich habe die Reihe jetzt bei so einer Facebook-Gruppe gesehen.
und habe sie, ich glaube, für 40 Euro zusammen gekauft. 10 Euro pro Buch ist völlig okay. Ich habe auch vorher bei Rebuy und Co. geguckt, aber da kostet allein Band 2 gebraucht 36 Euro in Zustand gut. Nicht mal sehr gut oder wie neu, einfach nur gut, wo dann wahrscheinlich alles zerfleddert ist. Also ich weiß nicht, warum Band 2 so extrem teuer ist, ob davon am wenigsten gedruckt wurde oder woran es liegt. Wenn das jemand von euch weiß, kann er es mir gerne mal sagen. Und habe dann halt just for fun in dieser Gruppe nach Ashes gesucht. Kann man bei Facebook ja immer so eine Suchfunktion einstellen. Und da hatte eine Dame alle 4 für 40 Euro. Ich habe da auch nicht mehr groß gehandelt. Ich habe gesagt, komm, schick mir sie zu, ich überweise dir das Geld. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob ich der Meinung meiner Freundin dann auch bin und die Reihe so unendlich gut finde. Ich werde vielleicht jetzt auch die Tage mal mit Band 1 anfangen. Ich meine, so eine 4-Band-Reihe in dem Format ist ja doch nicht gerade in einem Tag gelesen. Ich werde mir vielleicht dann für jeden Monat ein Buch vornehmen, damit für euch der Lesemonat später dann nicht ganz so langweilig wird, wenn ich sage, ich habe 4 Bücher gelesen und es waren einfach nur diese Reihe. Dann kommen wir zum nächsten Regal. Den Buchstaben, den habe ich ja irgendwann mal mit euch zusammen gemacht, so Deko fürs Bücherregal, Do-It-Yourself-mäßig. Den räumen wir jetzt mal zur Seite. Hier oben steht dann noch ein Bild von meinen Mädels. Das war auch auf einer Convention. Da sind wir als Pretty Little Liars Cosplay gegangen. Also ich sag jetzt einfach mal ganz simples Cosplay. Jeder komplett schwarz an. Und unsere Freundin, weil sie einfach so schöne lange blonde Haare wie Allison hat, haben wir gesagt, komm, dann bist du einfach jetzt Redcoat. Das hier habe ich jetzt einfach nur so sortiert, nicht nach Genre oder so, sondern einfach, weil die Bücher alle so weiß-rosa-mäßig sind. Da hätten wir einmal Eversea, das habe ich ja irgendwann mal bei Rebuy bestellt. Habe dann allerdings nicht gewusst, dass das der zweite Band ist und dass es dazu noch einen ersten Band gibt. Daher liegt es auch ungelesen hier bei mir rum, weil ich mir den ersten Band immer noch nicht genommen habe. Aber es ist von Lux und wie ihr wisst, ich mag den Verlag unheimlich gern. Ich mag die Bücher aus dem Verlag sehr, sehr gern. Und ich bin echt schon gespannt auf die Reihe. Es hat sich richtig gut angehört. Es ist halt eine Liebesgeschichte zwischen Jack und Carrie Ann. Ich kann euch jetzt nicht viel erzählen, was in Band 2 passiert, weil ich Band 1 nicht kenne. Aber das wird definitiv nachgeholt. Dann haben wir ein Buch, das habe ich damals bei Rebuy für... ich weiß nicht, ungelogen, ich glaube 49 Cent oder sowas bekommen. Ich müsste nochmal in meinem Rebuy-Haul nachschauen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr günstig. Es wurde auch verfilmt. Ich glaube, es ist eine deutsche Verfilmung gewesen. Es steht auch irgendwo drauf mit Caroline Herfurth, Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Frederik Lau, Cordula Stratmann und Katja Riemann. Dann haben wir noch ein Buch aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Der gehört ja auch zu Lux oder Lux gehört zu denen. Perfect Touch, das ist von Jessica Clare und der Reihenauftakt einer, ich glaube, Trilogie. Ich habe es bisher immer noch nicht gelesen, obwohl ich es jetzt echt schon, ich glaube, seit Anfang des Jahres hier bei mir habe. Ich finde die Aufmachung sehr, sehr schön. Aber das ist bei Lux und Bastei-Büchern ja irgendwie... schon quasi normal. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um eine Frau, ich glaube sie ist 20, die hat bisher keinen Partner gehabt, hat noch keine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gesammelt und hat da irgendwie auch nicht so das Interesse dran, bis sie dann auf eine Hochzeit auf irgendeiner Insel eingeladen wird und dort einen Millionär kennenlernt, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Als nächstes hätten wir hier Dark Love. Dich darf ich nicht lieben von Estelle Mascame. Erschienen ist das Ganze im Heine Verlag, liegt leider auch noch ungelesen hier bei mir rum. Also das ist ja wirklich so mein Regal der ungelesenen Bücher. Davon habe ich noch kein einziges zur Hand genommen, obwohl sie schon länger bei mir liegen. In dem Buch geht es um die 16-jährige Eden, die den Sommer bei ihrem Vater verbringt, ihre Eltern sind nicht mehr zusammen und sie hat eigentlich gar nicht so groß Lust, dorthin zu fahren und die neue Familie oder den Sommer mit der neuen Familie seines Vaters zu verbringen. Ich kann heute nicht sprechen. In dieser Familie lebt auch Tyler. Ich glaube, das ist der neue Sohn ihres Vaters. Die beiden
können sich am Anfang gar nicht gut abhaben. Sie gehen sich gegenseitig dermaßen auf den Keks und er ist halt so ein Bad Boy und sie ist so ein Good Girl. Also so das typische Klischee. Aber irgendwie sind beide voneinander fasziniert. Deshalb, dich darf ich nicht lieben, ist da auch sehr passend. Ich glaube, es ist auch der Reihenauftakt von der Trilogie. Ich sag schon ewig, ich will's lesen, aber dann kommen immer wieder so tolle neue Bücher raus und ich mach's dann irgendwie doch nicht. So, ihr Lieben, die Bookshelf-Tour ist komplett abgedreht. Ihr habt jetzt Teil 1 davon gesehen und ich werde mal kurz überschlagen. Das wird mindestens eine halbe Stunde, mindestens, wenn nicht sogar 40 Minuten dieses Video. Ich habe versucht, mich so kurz wie möglich an jedem Buch aufzuhalten, ist natürlich nicht möglich, weil es zu manchen Büchern einfach ein bisschen mehr zu sagen gibt. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich werde jetzt da hinten in Richtung Küche gehen. Oh, ich sehe gerade, die Softbox ist noch an. Ich werde jetzt in die Küche gehen, werde noch ein bisschen backen. Es ist relativ früh am Morgen, auch wenn es hier dunkel aussieht. Aber draußen ist gerade böses, böses Gewitter und der Himmel ist so schwarz. Ich muss nämlich jetzt backen, weil heute Mittag noch ein bisschen Besuch kommt. Ich würde sagen, ich lege jetzt einfach los in der Küche. Am Mittwoch wird es wahrscheinlich Teil 2 der Bookshelf-Tour geben oder ich drehe euch meine Geburtstagsgeschenke ab. Das weiß ich noch nicht. Ich werde es aber vorher bei Instagram ankündigen. Wer also noch nicht bei Instagram mein Abonnent ist, darf das gerne nachholen. Dann seid ihr immer up to date. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!